schönen guten Abend. Heute Abend hier bei uns in der Wurstküche wollen wir zusammen kochen, weil wir haben Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür, am Samstag der erste Advent, und da wollen wir natürlich vielleicht den einen oder anderen von der Familie einladen, Freunde einladen und was Herrliches zaubern. Bei uns kriegen Sie immer das feinste Fleisch, und was wir heute machen, werde ich euch natürlich jetzt dann gleich mal demonstrieren. Wir brauchen auf jeden Fall zur Zubereitung etwas Lauch, ja? Und diesen Lauch, den werden wir jetzt ein bisschen klein schneiden und dann hier in unseren Bräter hineingeben. So, dann haben wir hier ein bisschen Lauch. Dazu brauchen wir auch ein bisschen Sellerie, ja, weil wir brauchen einen Soßenansatz, den wir machen wollen. Und den Sellerie, den wir hier so ein bisschen zuschneiden, müssen wir befreien von dem Wurzelwerk bzw. von der Erde, die am Wurzelwerk noch dranhängt. Und dann wird auch der Sellerie ein bisschen klein geschnitten. So um Grad. Das kann grob sein, das muss jetzt gar nicht irgendwie so fein sein. Also so ein bisschen grob zusammengeschnitten. Natürlich nicht den halben Sellerie da reinlege, das ist auch ganz klar. Und so, dann haben wir hier, und was anders Leuts freut ist, ist dem Küchenmeister natürlich gerade recht, das ist die Karotte. Ein bisschen ein größeres Exemplar, schneiden wir hinten auch so ein bisschen ab. Und Karotte darf halt auch nicht vergessen gehen. Das kann man gerade so schön grob zuschneiden. Weil Wurzelgemüse gibt halt einen tollen Geschmack in der Soße. Kennen wir alles. Auch für die Suppe, das klassische Suppengemüse. So machen wir das dann rein. Dazu brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Zwiebel. Die Zwiebel gerade so ein bisschen geschält. Zack. So, die Schale weg, weil wir wollen später die Soße dann, den Soßenansatz nehmen und passieren. Und dann will ich natürlich nicht jetzt irgendwelche Schalen von der Zwiebel noch dabei haben. Bei den Fertiggerichten, Fonds etc. lasse ich es gerne dran, weil die Schalen dann Gerbstoffe haben, die dann den Fonds oder die Brühe dementsprechend dunkel färbt. Auch alles nur so gerade ein bisschen klein geschnitten. So. Schwuppdiwupp. Ich sage immer Schwuppdiwupp Kartoffelsupp. In dem Fall gibt es was ganz anderes. Ich weiß nicht, was gibt es denn heute eigentlich? Was wollen wir machen? Könnt ihr es euch schon fast erraten, was wir haben? Das wird ein bisschen zugemacht. Dann nehmen wir hier ganz gern noch ein paar Äpfel, die wir auch so gerade ein bisschen klein schneiden. Der ist nicht mehr so gut gewesen. Dann nehmen wir den. So. Auch gerade so ein bisschen vierteln. Und dann schneide ich hier gerade das Kerngehäuse ein bisschen raus und schnippel das raus. So. Das Kerngehäuse und schnippel das hier so ein bisschen rein. So. Habe ich ein bisschen noch was Fruchtiges in der Soße. Apfel ist immer ganz gut. So. Das ist also mal, was nützt die beste Soße, wenn nichts drin ist. Ja? Und zu klößen zu einem schönen Apfelrotkraut. Ja? Passt natürlich auch bei der Jahreszeit, eine wunderbare Soße. Darf natürlich auch ein schöner Wein nicht fehlen. Rotwein, ganz klarer Fall. Wir wollen eine schöne, kräftige Soße haben. Da sind die Weißweine eigentlich ein bisschen flach. Und da kann man mit dem Rotwein schon ein bisschen mehr Musik reinbauen. Ja. So, dann haben wir die Äpfel geschnitten.
So. Jawohl. Das Ganze mache ich hier so ein bisschen. Mische ich mir das ein bisschen. Hoppala. So. Dann habe ich hier ein bisschen Beifuß, den ich reingebe. Die dicken Stängel vom Beifuß, die will ich also nicht drin haben. Wenn ich es nachher passiere, beziehungsweise dann klein mache die Soße, dann habe ich so feste Stöppel da drin. Ja? So, und den können wir noch dabei machen. Was wir jetzt noch dazu machen, das sind schöne gekochte Maronen. Die mache ich immer noch ganz gern rein. So haben wir dafür unseren Soßenansatz schon mal eine ganz gute Kombination. Ja, wir haben das Gemüse fix und fertig gemacht. Also ein Bett für das, was jetzt kommt, weil wir haben eine schöne Weidemastgans von unserem Geflügelhof Gerd Meier in Kloppenburg. Wir haben ausschließlich frische Gänse, deutsche Gänse, die sensationell sind. Ich habe auch nicht gern so schwere Gänse, also so 4-4,5 Kilo, das ist eigentlich so das Maß. Dann sind sie auch nicht ganz so fett. Ja? Ganz wichtig, dass man reingreift in die Gans, hineinschaut, ob dann eventuell ein Tütchen drin ist. In dem Fall haben wir hier ein Tütchen. Da haben wir noch ein bisschen die Innereien, das Herzchen, das schmeißen wir rein und die Leber. Und dann haben wir hier noch den Hals, den legen wir einfach hier so mit rein. Schneiden den hier vielleicht nochmal gerade mit durch. So, so. Und klar, ein bisschen Fett können wir noch mit reinmachen. Was wir halt jetzt machen ist, die Gänsehälse, die holen wir dann wieder raus aus der Soße, aber die geben uns ja ein bisschen Bums in die Soße rein. Ganz wichtig ist jetzt, ich mache einfach bei dem Vogel nur Pfeffer drauf, bei der Gans. Ich nehme einen weißen Pfeffer, einen feinen, und ich nehme unser Bickelbacher Steinsalz, was wir um den Vogel hier drauf machen. Und mehr gibt es bei der Gans da oben drauf nicht. Natürlich jetzt auch hier innen rein pfeffern, salzen, ganz wichtig innen rein. Und jetzt bin ich da rein mit den Äpfeln in die Gans, zack, schön da rein gemacht. Drei Äpfel gehen rein, es geht auch noch ein vierter rein, so, und wenn ich es geschickt anstelle, kriege ich auch noch einen fünften Apfel rein. Das ist so für mich, weil die Äpfel so ein Highlight, weil die Äpfel die schmecken halt lecker. Und jetzt nehme ich einfach die Gans und lege die hier oben auf unser Wurzelgemüse. Was wir natürlich jetzt machen, ist, dass ich hier einen wunderschönen roten Bordeaux habe. Würden jetzt ganz gern trinken, aber ich muss noch ein bisschen fit bleiben und gieße den hier schon mal auf und gebe dem ganzen Kamerad hier einfach mal, was soll's, eine Flasche drauf. Zack. Jetzt geht unsere Gans in den Backofen und wie das funktioniert, Entschuldigung, aber das war der Pfeffer, zeige ich euch dann gleich. Ciao. So, dann wollen wir unsere Gans mal in den Backofen reingeben. Was ich jetzt mache, ist die erste 20 Minuten wird die Gans bei 100% Dampf erstmal vorgegart.
Anschließend, nach den 20 Minuten, kriegt sie 80 Minuten bei 140 Grad, bei 140 Grad einen Variodampf. Das heißt, es ist eine Heißluft, wo immer wieder Wasser eingespritzt wird, ein Dampf eingespritzt wird, dass mir die Gans halt nicht zu trocken wird. Anschließend, nach diesen 80 Minuten, fahren wir das Ganze auf 180 Grad hoch und geben dann noch mal eine Heißluft drauf, ohne irgendwelche Feuchtigkeit, um die Gans mal so richtig knusprig zu machen. Jetzt ist erstmal angesagt, dass die Gans hier hineinkommt. So. Und rein mit der guten Gans. Und zu. Und hier stellen wir dann die Uhrzeit auf die erstmal 20 Minuten. Alles weitere folgt. Oh, ich sehe euch nicht mehr. Aber jetzt, bis gleich. So, und schon ist der Vogel fertig. Da wollen wir mal reinschauen, was der schöne Vogel hier gemacht hat. Ah, so ein prima Gänschen, du. Schau dir das mal an, du, den Kamerad hier. Ist das was? Also, ich habe die volle Benebelung in meinem Gesicht, aber das ist kein Problem. Wir werden den jetzt mal zerlegen. So, jetzt haben wir unseren Hermann hier mal fertig gegrillt. Den holen wir jetzt hier raus. Dann machen wir mal die Äpfelchen hier neben raus. So, die legen wir hier mal neben hin. Aus der Soße müssen wir auf jeden Fall mal noch den Hals rausmachen. So, das gibt jetzt nachher unseren Soßenansatz. Den stellen wir einfach mal hier rüber, weil wir wollen ja sehen, was wir hier für eine schöne, geile Gans gemacht haben. Das heißt, wir schneiden jetzt hier mal wunderbar den Flügel ab. So. Den setzen wir hier rein und dann natürlich, wow. Ganz schön heiß, muss ich sagen, das ganze Gelärsch. Heidewitzka. So, zweiten Flügel und dann nehmen wir unsere Keule. Die wir runterschneiden. Oh, ist das heiß. Heidewitzka. So. Eine schöne Keule. Hier nochmal eine schöne Keule. Mm. So. So. Dann drehen wir den Kamerad wieder. Oh, saftige Äpfel, die da rauskommen. Und dann holen wir das schöne Brustfleisch hier raus. So, das schneiden wir jetzt schön runter. Wunderbar. So. Nehmen wir mal ein kleineres Messer, da hat man mehr Gefühl. Ist das heiß. So. Guck dir das mal an. Ist das nicht? Und die ist sowas von saftig. Ja, das ist halt eine deutsche Gans. Ja, da brauchen wir mal nichts. Da ist was drauf auf dem Kerl. So. Wunderbar. So. Ja. Klar, das wird das jetzt noch ein bisschen. Sachen rausholen hier, was wir noch so ein bisschen brauchen. Das Fleisch. Dementsprechend hier hinten dann noch rausmachen. So. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, haben wir noch die leckeren Äpfel, die wir da reingemacht haben. So. Bratapfel. So, die Gans ist jetzt ganz fertig.
Das nagen wir dann noch ein bisschen ab. Und ich zeige euch jetzt, ja, so, das nagen wir jetzt noch ein bisschen ab, dementsprechend. So, wunderbar. Und ich zeige euch dann einfach mal, wie wir jetzt noch die super Soße herzaubern. Also das hier ist für den Koch. Bis gleich am Kochtopf. So, nachdem wir jetzt unsere ganz schön tranchiert haben und die Fleischteile im Chevignon reingesetzt haben, brauchen wir ein schönes Sößchen. Wir haben ja das Sößchen, wie vorhin gezeigt, angesetzt mit Karotten, mit Sellerie, mit Lauch, mit Zwiebeln, mit Beifuß, mit Maronen, mit einer ganzen Flasche Bordeaux und haben dann diesen hammergeilen Vogel, sprich die Gans, die deutsche Havermastgans, die es bei uns ab sofort auch für Weihnachten zu bestellen gibt, auf das Gemüsebeet draufgelegt. Dann ging es in den Backofen. So, jetzt wollen wir natürlich auch Sößchen machen, das ist ganz wichtig. Ein gutes Sößchen gehört einfach dazu. Dazu gebe ich jetzt meine ganzen Geschichten hier rein. Und mach dann etwas Pfeffer drauf. Gib dem Ganzen etwas Zimt drauf. Gib dem Ganzen etwas Piment drauf. Dann auch noch gemahlene Nelke. Etwas Zucker. Und dann auch noch etwas Salz. Jetzt nehme ich meinen kleinen Zauberstab und fange das an zu pürieren. Ich bin nicht mehr so der Freund von Passiersieben. Ich versuche Hartstängel etc. schon im Vorfeld herauszunehmen und ich möchte das Ganze feinst parieren und dann in der Soße haben. Dann brauche ich umso weniger irgendwelche Verdickungsmittel, weil ich eine sämige Soße bekomme. Das ist unser kleiner Zauberstab, den wir jetzt hier reinsetzen und dann dementsprechend pürieren. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen püriert und was nicht fehlen darf bei mir ist immer, ich arbeite gern mit Sahne. Wenig Sahne, wenig Geschmack. Also in dem Sinne immer viel Sahne. Und natürlich, was nicht fehlen darf, sind die gekochten Maronen. Natürlich kann man auch ein bisschen Kloßwasser noch dazugeben, wenn man merkt, es wird ein bisschen zu dick. So, dann natürlich kurz aufkochen lassen, das ist ganz wichtig, weil ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es dann anfängt anzubrennen beim Gasherd, aber wenn ich jetzt alles püriert habe, lasse ich es kurz aufkochen und schmecke es natürlich auch noch ein bisschen ab, gell? Oh. Ja. Sensationell. Wie gesagt, wir werden das ein bisschen aufkochen lassen und dann zeigen wir euch doch mal, was wir sonst noch gezaubert haben. Bis dann. Ciao. Hier ab sofort bei uns zu bekommen für Weihnachten. Bestellt sie vor, bis zum 8.12. müssen wir die Geflügelbestellungen drin haben. Eine Woche später geht es noch, aber seid so gut und bestellt die Gänse. Die müssen geschlachtet werden, die müssen ankommen, dass zum Fest auch die Gans dann auf dem Tisch steht. Und nun gehen wir
essen. Wir mal ein bisschen Rotwein einschenken. Und das Adventsessen einfach genießen mit einem schönen Bordeaux. Ja, in diesem Sinne sage ich einfach mal guten Appetit und lasst es euch schmecken. Tschüss.